Willkommen beim Puppenspiel der Blauen Rose, Fremdling. Man nennt diesen bescheidenen Bürger den Puppenspieler. Möchtet ihr eine Darbietung für eure Kleinen? Unser Puppentheater beherrscht alle bekannten Märchen aus Eo. Nein, wohl nicht. Ihr seht nicht aus wie jemand, der Kinder hat. Kann dieser bescheidene Bürger euch dann vielleicht für ein paar handgefertigte Puppen interessieren? Manche von ihnen sind sogar magisch belebt. Sie haben zwar nicht gerade die Perfektion von HDK-Puppen, sind aber doch sehr unterhaltsam. Keine Puppen für mich, Freund. Was darf es dann sein? Was sind HDK-Puppen? HDK ist ein Puppenspiel, das die mysteriösen Former selbst erfunden haben. Ein Spieler benötigt 6 Puppen, die auf einem Spielfeld gegen die eines anderen kämpfen. Das Besondere an HDK ist, dass seine Puppen magisch belebt und von unglaublicher Filigranität und Fertigungskunst sind. Man sagt, es seien sogar einige bis heute erhalten geblieben. Es heißt, sogar ein richtiges HDK-Spielbrett, an dem man eine Partie wagen könnte, würde noch in der Stadt der Seelen existieren. Aber wer mit gesundem Geist geht schon dorthin? Solltet ihr auf euren Reisen eine HDK-Puppe finden, wäre dieser bescheidene Bürger hoch erfreut, sie euch abkaufen zu dürfen. Es sei denn, ihr wollt selbst einmal HDK spielen. Ich habe gehört, dass ihr ein gefährlicher Mann seid. Ich? Seht diese schwachen, zarten Hände. Dieser bescheidene Bürger zupft die Schnüre von Puppen. Er näht, er färbt, aber könnte keine Waffe führen. Ja, aber ist eine Nadel groß genug, kann sie tödlich sein. Und so manche Farbe ist sehr giftig. Manchmal muss ein bescheidener Bürger schlimme Dinge tun, damit er sein Recht bekommt. Und manchmal kann ein bescheidener Bürger damit auch gutes Geld verdienen. Vorausgesetzt, ein bescheidener Bürger versteht sein Handwerk und hat fähige Freunde zur Hilfe. Eine Assassinengilde. Ishtar hatte recht. Euer Puppenspiel ist eine Assassinengilde. Psch, mäßigt euch. Wir wollen doch die Nachbarn nicht unnötig aufregen, nicht wahr? Kann ich eurer Assassinengilde beitreten? Ah, ein neuer Puppenspieler. Nun, fähig seht ihr ja aus. Aber bevor ihr der Blauen Rose beitreten könnt, müsst ihr eine Prüfung ablegen. Und zwar müsst ihr eines ihrer Mitglieder beschenken. Beschenken? Ihr meint töten, nicht wahr? Sagen wir, ihr schenkt ihm einen schnellen Tod und diese schöne blaue Rose. Ihr Duft soll ihn auf der Fahrt ins Totenreich erheitern. Wer ist es? Sein Name ist Seth Dundrit. Er hat seinen letzten Auftrag nicht ausgeführt und dieser bescheidene Bürger kann das leider nicht tolerieren. Wo finde ich ihn? Er ist im Bazar zu finden. Hier, nehmt die blaue Rose für ihn und wenn ihr Erfolg hattet, berichtet diesem bescheidenen Bürger. Ja. Ich werde Seth aber wieder nicht töten. Oder mal gucken, wie Seth auf uns reagiert. Jetzt aber erst einmal. Okay, die sind ausgerüstet. Mal gucken, ob ich mal wieder, welche sie suche, welche sie wieder nicht finden, die Runen. Leute. Also erstmal ihr 3 Zerbietentränen geben, um den Schild zu spielen. Ihr seid... Ich habe... Ich nehme sie an mich und werde sie für euch aufbewahren. Sobald ihr mir dann den Auftrag gebt, den Stab oder den Schild... Ich habe eine Zerbietenträne gefunden. Ich nehme sie an mich und werde sie für euch aufbewahren. So... Ich habe eine Zerbietenträne gefunden. Ich nehme sie an mich und werde sie für euch aufbewahren. Sobald ihr mir dann den Auftrag gebt, den Stab oder den Schild zu reparieren,
werde ich sie verarbeiten. Bitte, repariert mir nun den Schild. Ihr habt mir genug Zerbietentränen für alle drei Mulden gebracht. Ich repariere nun den Schild und setze 3 Tränen darin ein. Ah, wundervoll. Jetzt spürt man in ihm die ganze Macht der Zerbieten. Nur wenige können solch einen Schild ihr eigen nennen. Ihr solltet stolz sein, Freund. Ja. Viel Glück damit. Und empfehlt mich weiter. Gut. Dann gucken wir mal. Einer von denen hat Runen. Du nicht. Du auch nicht, aber du hast die Elementarmagie, die wir verkaufen könnten. So, das wäre alles das hier. Waldschrat beschwören Zauber. Das macht eigentlich wieder Naturmagie. Ganz interessant. Und ja, so hohe Weißmagie können wir verkaufen. Genau, sie hat Runen. Sie haben wir den hier verkauft. Wir können dich, dich, dich und dich verkaufen. So, mal gucken. Hast du irgendeine... Also ja, du hättest Silvana, die Kämpferin. Ach, kaufen wir die einfach schon mal. Jetzt haben wir fast kein Geld mehr. Das heißt, wir brauchen gar nicht nach anderen Runen gucken, die du vielleicht für uns hättest. Wir bräuchten halt mal eine neue Schützenrune, aber ich sehe keine passende. Ja, die Priesterrune, die könnten wir auch noch gebrauchen. Die ist nämlich 29 und das können wir uns gerade noch so leisten. Können wir sie verkaufen? So. Haben wir nämlich eine neue Priesterin, die Leben und Eis kann. Ach, die kann Eis. Das ist wahrscheinlich die, mit der ich immer da die Gegner eingefroren hatte. Das ist das Schild der Urelemente. Bei Liebling Magie hat 15. Das kommt also erst noch. Dann kriegst du halt den Schild. Du brauchst jetzt einen neuen Ring. Haben wir da was Geeignetes für dich? Ja, kriegst den da. Und du kriegst... den hier. Ups, falsche Seite. So, Tiaras Kraft vollständig. Dann, wenn sie eine Heilaura hat, verbraucht die weniger. Gut. Gut, damit wäre das geklärt. Ja, noch mehr Zauber verkaufen. An die beiden hier, glaube ich. Du kaufst Mentalmagie-Zauber. Davon haben wir nicht viele. Oh, ach ja, wir können ihr dann auch die Priesterrune verkaufen. Du verkaufst dann Todesmagie. Ja, du kaufst Todesmagie. So. Dann sagen wir es dieses Mal Sef, hallo. Der steht ja da oben. Lasst mich zufrieden. Ihr seid Sef Dunred?
Hört ihr nicht? Ihr sollt mich zufrieden lassen. Seth, ich habe ein Geschenk für euch. Nein. Ihr arbeitet für diesen Puppenspieler? Ich kann diesen verdammten Auftrag nicht durchführen. Bitte, verschont mich. Ich will nicht gegen einen Runenkrieger kämpfen. Warum könnt ihr den Auftrag nicht ausführen? Ich soll diesen verdammten General Irmir aus dem Weg räumen. Das ist völlig unmöglich. Er wird ständig von Palastwachen eskortiert. Ich bin nicht eben in guter Form. Ein verdammter Briarwolf hat mir mit seiner Armbrust ein Loch in die Brust geschossen. Seitdem habe ich diesen verdammten Husten. Stimmt. Mit diesem Husten schleicht es sich nicht gut. Ja, ich hatte einfach Pech. Versteht ihr? Kann doch jedem mal passieren. Ich dachte, die Wärme hier würde den Husten lindern. Und ich wollte nur ein paar Goldstücke verdienen. Und dann gleich so ein Auftrag. Verdammtes Pech. Kann ich euch helfen? Vielleicht lässt mich der Puppenspieler am Leben, wenn jemand den Auftrag ausführt. Ihr müsst Irmir töten und eure blaue Rose bei der Leiche lassen. Irmir ist oben in der Garnison im Ostflügel des Palastes. Es wird nicht leicht, es sind ständig Wachen bei ihm. Und ich meine damit keine gelangweilten Nichtskönner. Das sind Elitekämpfer. Aber zuallererst müsst ihr einen Weg in die Garnison finden. Nutzt die Deckungen, die sich bieten. Auch wenn es nicht viele sind. Hier, mit diesem Schlüssel werdet ihr das Tor öffnen können. Es ist ein Auftrag für einen Meisterassassinen. Oder für einen Wahnsinnigen. Viel Glück. Ich warte hier auf euch. Gut. An dem Tor hier kommen wir locker hoch. Also ja, ein bisschen Geld haben wir jetzt wieder, oder noch? Was ich nicht habe, aber gerne hätte, wäre das letzte Teil der Rüstung hier. Vorsicht! Wieso ist Gerard jetzt wütend auf mich? Geh weg von mir. Na gut, da muss ich die Kleider töten. Zurück mit euch! Du standest da unten. Wieso bist du von da aus so aggro geworden auf mich? Gut, wir sind eh der Schattenkrieger, also sind wir jetzt böse und machen ein paar den Gar aus. Zurück mit euch! Ach, nur nicht dir, du bist mir zu stark. So, dieses Tor ist verschlossen. Den Garnisonsschlüssel verwenden, das Tor öffnet sich. Ja, Emir ist halt Level 40. Ist die Frage, ob jetzt gleich die Kitar hier rauskommen. Das letzte Mal konnte ich sie ja dank meinem Bogen töten. Vorsicht! Vorsicht! Zeit zu sterben! Gott, Emir kann gar nichts, ey.
Muss ich auch sagen, ich sehe keinen Hebel, mit dem man die Kita befreien könnte. Die sind also einfach nur zur Zierde da, irgendwie als persönliche Haustiere gewesen. Kurz gucken, ob es hier irgendwo wieder versteckte Truhen gibt, die man übersehen könnte. Wenn wir darauf warten, dass die Palastwache hier wieder abzieht.